Kunchi, wirst du dich wohl bewegen? Für euch doch immer. Ja. Mit Vergnügen. Ansonsten müssen wir unsere Truppen nämlich durch den ganzen Canyon zurückziehen. Das wäre Krätze und das machen wir dementsprechend nicht. Sieht durch mein Fernglas. Oh. Ich verstehe. Sieht her. Das kriegen wir hin. Schaut in die Ferne. Oh nein, eigentlich müssen Darius näher. Sieht her. Wie wollen wir mit der ganzen Situation nur umgehen? Sieht her. Die Burg ist eigentlich nicht schlecht platziert. Wie ihr wünscht. Abgesehen davon, dass wir mit unseren Fernkampfwaffen alles jeden vernichten genau können. Also. Ja. Da gehe ich mal das Feuer auf dich ziehen. Zu regnen. Ergreift sie! Ja, mein Lord. Und diesmal bleib genau da stehen. Feinde haben einen Held attackiert. Das gleiche können wir dann hier machen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Mutti hat immer gesagt. Ergreift sie! Zahltag. Ja. Attacke! Schießt. Die Kanonen kommen hier hochgerückt. Die Garde. Mit allem außer Dario. Kommt hier hin, um die Deckung zu geben. Ich dachte, diese Truppen kommen gleich runter zu uns. Jawohl. Natürlich. Die Gruppe nur kann jetzt mitkommen. Natürlich. Für Ruhm und Ehre. Seid unbesorgt. Bombardiert zuallererst die Burg, damit da nichts mehr nachkommt. Und diese schweren Ritter, die für da oben stehen. Ruhm und Ehre. Ja. Wir kümmern uns darum. Wo meint ihr, dass ihr hinrennt? Garde, habe ich euch schon gesagt, dass ihr die Position halten sollt. Ergreift sie, wie ihr befehlt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Kunchi möchte diese Quelle der Kanonen, der Leibeigenen sehen. Schießt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Macht sie nieder. Nein. Das kann ich. Nein, habe ich gesagt. Kanone? Nein. Wir kümmern uns darum. Hör auf damit. Es wird wieder wärmer. Dicken Mäntel können nun... Ja, ihr seid uns gerade egal. Nur Mut. Wir werden siegen. Die machen das schon. Ja, mein Herr. Sofort. Wie ihr wünscht. Und ihr räumt hier unten mal kurz auf. Das kann ich. Kümmert euch da drum. Und Ehre. Ach ja, stimmt, ihr seid ja keine schweren Scharfschützen. Und sieh an, Garde, Verteidigungsmodus. Feinde greifen euch an. Gut, ich wollte gerade sagen, ihr könnt aushelfen, aber es hat sich schon erledigt. Lehrt sie das Fürchten. Kanonen, ihr könnt hier drauf schießen. Schießt einfach kurz durch den Boden durch, das stört niemanden. Das Wohnhaus ist länger durchgehalten. Ergreift sie! Wie ihr befehlt. Gut, gut, gut. Für Ruhm und Ehre. Was macht ihr da? Wir müssen nämlich jetzt aufpassen, dass wir nicht in die Kanonen reinrennen, die wir noch gesehen hatten. Da waren ein Haufen Belagerungskanonen. Ich zeige euch den Weg. Die tun weh. Die machen ganz böse Aua. Seht durch mein Fernglas. Das erste wird, glaube ich, reichen, wenn wir... Nein, wir müssen zuerst diese Truppen ausgeschaltet kriegen. Bewegt euch in die Kasematten vor. Wie ihr wünscht. Und greift von da aus an. Okay, das sind nicht wirklich Kasematten. Das hier unten wahrscheinlich so eher, weil das so ein bisschen so aussieht wie eine Verteidigungsanlage, die in den Fels gehauen wurde. Das hier sind einfach nur Verteidigungsanlagen. Macht sie nieder! So, jetzt können wir da vorbewegen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wir erledigen das. Da
Man muss diesen Kanonenturm auf sich lenken, wie immer. Wie ihr wollt. Damit unsere Scharfschützen ausschalten können. Ich tue mein Bestes. Und ich glaube, das sind die Belagerungskanonen. Einer eurer Helden wird angegriffen. Höhere Priorität. Viel höhere Priorität. Die Spätträger existieren ja noch, stimmt. Ja, das kann ich. Ich tue mein Bestes. Darauf vertreibt sie. Schützen, da drauf, sofort. Bis in den Nein, wir verlieren einen Trupp. Egal, wir müssen die Kanonen ausschalten. Dafür sind wir genau die Richtigen. Jetzt kann die Garde zuschlagen. Nein, nur die Garde habe ich. Nur die Garde habe ich gesagt. Angriff. Wir werden siegen. So soll es sein. Feinde greifen euch an. Ja, wir haben einen Trupp verloren, das ist ärgerlich. Auf in den Kampf! Okay, Garde. Nein, ich will nur die Garde ausheben, das ist schwierig. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wenn ich also ganz schnell hintereinander auswähle, dann. Lehrt sie das oh nein! Euer Wunsch wir haben einen Turm hinten stehen. Befehl. Wenn ja, dann greift ihn sofort an. Ergreift sie! Attacke! Ein Schwefelschacht ist bald völlig ausgebeutet. Für Ruhm und Ehre! Lehrt sie das Fürchten! Für das Volk! Feinde haben einen Held attackiert. Darüber macht das Ganze wieder ganz richtig. Gießerei wurde verhindert. Für Ruhm und Ehre! Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Natürlich! Perfekt, wir machen Fortschritte. Jetzt plündert mal ein bisschen. Wir brauchen eine Kaserne und wir brauchen einen Schießplatz. Ja! Der Tag. Wir können die Kanonen eigentlich mal hier zurückziehen. Macht keinen Sinn, die für die Plünderung zu benutzen. Da brauchen wir 200 Jahre, um diese hier rauszukriegen. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Kann dieser Bauer da mal weggehen? Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Attacke! Auf in den Kampf! Das letzte, was noch nicht erkundet ist, kann darum sich eigentlich kümmern. Wie ihr wünscht. Ich hab getan, was ihr wolltet. Und da, wo die Hochschule mal stand, kommt jetzt eine Kaserne hin. Sie schabbert. Die Garde kann auch weiter aufräumen. Nur Mut. Abgesehen von Dario, der muss sich noch ein bisschen umschauen. Denn hier oben kann er seinen Falken mal kurz hinschicken. Damit es als erkundet gilt. Und weiter geht's nicht. Anschließend gönnen wir uns das Dorfzentrum, was hier rumsteht. Gut, wir haben einen Trupp einbüßen müssen, der wird so neu rekrutiert. Sofort. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Wir kümmern uns darum. Jawohl. Der Rest hier zum Platz. Ich tue mein Bestes. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Wie ihr befehlt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Gruppe 2. Nein. Doch. Oh. Ja. Wir erledigen das. Wird gemacht. So, ihr werdet wieder aufgefüllt. Danach könnt ihr das kleine Wohnhaus hier beseitigen gehen. Gut. Da noch existiert. Ja, Herr. Haben nur die Schwerträger wirklich Schaden erlitten. Schwertkämpfer nicht so. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Kümmert euch drum. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Gut, der Rest der Armee kann sich bereits auf den Weg machen, sich da hinten noch ein bisschen umzuschauen. Gruppe 0 holt sich das Dorfzentrum. Sofort. Seht her. Ja, mein Herr. Ja. Oh, fuck. Kanone, Kanone, schießt. Schießt! Für Ruhm und Ehre! Seht her! Das war komisch. Ja.
Interessant, der schickt uns das Belagerungskanon entgegen ohne Ende. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wir müssen da ganz vorsichtig rantasten. Nein, nein, der will schießen. Das war schon sehr knapp. Für euch doch immer. Das gehört uns. Ihr könnt hier runterkommen. Die Garde kann jetzt wieder zurückkehren, nehme ich an. Ja. En Garde. Dafür sind wir genau die Richtigen. Da schickt uns jetzt wirklich durchgehend Belagerungskanonen entgegen. Oder war es jetzt nur einfach so eine Sache, wo er zwei rübergeschickt hat und gut ist? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt durchgehend neue Belagerungskanonen entgegengeworfen. Ja. Schicken wir mal wieder eine Gruppe Freiwilliger los, die diese Kanonen hier ausschalten dürfen. Gern. Attacke! Ausbau vollbracht. Dann kann der Rest die Brücke überqueren. Dafür sind wir genau die Richtigen. Die nächste Kanone. Nein. Der Tag der Abrechnung. Steuern. Gut, dann fokussiert euch erstmal alle auf dieses Stadtzentrum. Überquert aber unter allen Umständen die Brücke. Ich möchte nicht, dass jemand Jawohl. Schießt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Stadtzentrum. Ergreift sie. Jawohl. Jawohl. Wir erledigen das. Ich möchte nicht, dass jemand von denen unangenehm erwischt wird. Für euch doch immer. Für Ruhm und Ehre. Wir versuchen den Gegner gut langsam und gut auszudünnen. Am besten, indem wir gleich unsere eigenen Kanonen rüberbringen, da benutzen wir so Scharfschützen als defensiv. Wie ihr wünscht. Attacke! An die Kanone kommen wir nicht ran. Eine eurer Schwefelschächte ist erschöpft. Ich zeige euch den Weg. Schießt! Bis in den Tod! Macht sie nieder! Der Rohstoff in einer eurer Eisenschächte geht zur Neige. Da kommt schon die nächste. Wo ist die Gießerei? Können wir die von hinten aus erreichen? Unsicher. Können wir? Nein. Können wir nicht. So, gleich kommt hier jeder. Jeden Moment kommt hier gleich diese Kanone um die Ecke. Dario, du musst dich an die Spitze stellen. Wenn jemand beschossen werden darf, dann bist du das. Du kannst es immerhin ab. Nur Mut! Wir werden siegen! Attacke! Wenn Dario so ein 24 Pfund Geschoss ins Gesicht bekommt, dann interessiert ihn das einfach gar nicht. Lehrt sie das Fürchten! Da schmilzt das ein und gießt sich eine Statue daraus. Was mich übrigens daran erinnert. Es ist Zahltag. Dario ist hier gewesen. Kein Alle, die diese Stadt jeweils betreten werden, sollen das wissen. Dafür was meint ihr, was ihr hier macht? So soll es sein. Wir kümmern uns darum. Wird gemacht. Ja, ja, mein Gott. Die Garde kann zurück. Was meint ihr, was ihr da schon wieder macht? Ja. Eure Wegfindungsfähigkeit ist immer wieder enttäuschend. Ja, mein Herr. Ist. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Lehrt sie das Fürchten! Halt ja, die Position. Kostet es, was es wolle. Sofort. Für Ruhm und Ehre. In Ordnung. Was macht ihr da? Jawohl. Die Kanonen kommen sich um. Schießt auf die Reiterei. Und fasst nichts an. Was macht diese Kanone da schon wieder? Wir kümmern uns darum. Schießt auf die Reiterei. Hilft da ein bisschen aus. Wir kriegen das allein nicht hin. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Gut, dass wir Dario vorgeschickt haben. Bis in den Tod. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Lehrt sie das Fürchten. Die Manufaktur hört auch nicht auf zu gießen. Dario, vorwärts. Ja, ja. Wie ihr wünscht, mein Herr. Gut. So gut ich kann. Gut.
so gut ich kann. Ja, ja. Seid unbesorgt. Wird gemacht. Schießt. Ergreift sie. Da wird sich ja. Das Ganze näher zur Festung selbst. In Ordnung. Am besten noch besser aus diesem Einflussbereich kommt man noch nicht raus. Es ist Zahltag. Ihr könnt mich nicht reizen. Nein, könnt ihr nicht. Hört endlich auf damit, wie ihr wollt. Ergreift sie! Ja! Auf in den Kampf! Feinde, so, Sektor ist clear. Schicken wir die Garde rein. Lehrt sie das Fürchten! Sehr wohl. Für das Volk! Ja, mein Herr. Angriff! So, aufgeräumt werden. Kann jetzt. Natürlich. Hier kann gebaut werden. Zuerst die Manufaktur. Bevor wir irgendwas anderes anfassen, kommt die Manufaktur dran. Eine eurer Lehmschächte wird bald leer sein. Das muss so. Dafür haben wir den immerhin. Und hier kann gebetet werden. Für das Wohl der Truppen im Felde. Muss ausgebaut werden. Schützen, schießt. Angriff. Attacke. Gebt der Kanone nicht mal die Möglichkeit, uns anzugreifen. Ihr könnt hier angreifen. Ihr könnt hier mitspielen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Bis in den Tod. Ich würde sagen, das ist soweit gewesen. Sicher ist aber, speichern wir nochmal. Wie immer. Ansonsten würde ich sagen, haben wir den Feind vernichtet. Für Ruhm und Ehre. Ausbau vollbracht. Ja, der Kunst darf mitspielen. Attacke! Angriff! Auf sie! Ha! Hey, wir haben das Spiel gewonnen. Es gibt keine Tipps. Zahltag. Aber wir haben noch Geld bekommen. Das ist doch nett. Nun gut, was sagen unsere Punkte? 96 Gebäude am Ende. 19 Bauernhöfe, 22 Wohnhäuser, 5 Minenhandelabgang erprobt. 117 Soldaten zur Höchstzeit, 115 am Ende scheinbar. Haben wir Leute verloren überhaupt bei dem letzten Angriff? Also hier war, wo wir bei dem Gegner eingefallen sind. Nee, ich glaube, diese Soldaten hier, die waren wahrscheinlich hier hinten irgendwo, wo wir dann unsere beiden Kundschaftseinlasten hatten, irgendwie übrig waren. So, 132 Motivation, 24 Leibeigene, 116 Arbeiter am Ende nur noch. Aber wir hatten dafür Ressourcen ohne Ende gegen Ende. Was immer nett ist. 101 Gebäude zerstört, 6 Gebäude verloren. Es war zweimal dieser lästige Schwefelminenkomplex, den wir miserabel beschützt hatten. 978 Leute vernichtet und 178 Leute verloren. Eine Differenz von 800 Leuten, aber es gefällt mir immer noch nicht so ganz. Die Einzel müsste weg sein. Dann wäre es tragbar. Hier ist es, die Punktewertung und, liebe Gemeinde, das waren die Stammesfäden. In der nächsten Aufnahme gehen wir dann Talbach machen, danach noch den Verräter. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht auch einfach Just for Dalols diese komischen Script-Maps machen könnte. Und ich denke, warum zum Henker auch nicht? Die werden wir auch alle durchspielen. Die werden da der krönende Abschluss des Nebelreichs sein. Zumindest der mitgelieferten Nebelreich-Maps werden wahrscheinlich noch abnormal viele Nebelreich-Freispielkarten oder User-Maps spielen dürfen. Es gibt ja immerhin mehr Karten als Sterne und wir werden eine ganze Weile beschäftigt sein dürfen. Ich bedanke mich fürs Erste, wieder mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme von Dieser 5, das Erbe der Könige. Oder bei irgendeinem anderen willkürlichen Let's Play, von denen inzwischen schon wieder 2000 gleichzeitig laufen. Auf alle Fälle, bis zum nächsten Mal. Cheerio!